Heute ist mein letzter Tag hier. Heute Abend geht's los zum Flughafen. Also mein Flug geht erst morgen früh, 7 Uhr früh. Aber heute ist mein letzter Tag. Und als erste Aktivität heute werde ich... Wo ist es? Da! Dieses Paket, das ist ziemlich groß, nach Hause schicken. Weil ich kann halt nicht alles in meinem Rucksack mitnehmen. Eine schöne Videoaufnahme, wie wir gerade... Das sieht so fresh aus. Ich bin handsome. Ja. Ja, wir waren gerade in der Postfiliale, habe ich das Paket abgegeben. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Asakusa und danach nach Akihabara. Ja, ich hoffe mal, ich kann ein paar coole Aufnahmen machen. Ich weiß nicht, ob ich so viel reden werde, aber wir werden ja sehen, ne? Ich habe mich entschieden, nicht sehr viel zu filmen, weil zu viele Menschen sind und ich eigentlich nur hierher gekommen bin, um noch ein bisschen was Kleines zu erledigen. Holzsandalen. Und weil er sich Holzsandalen kaufen will, also ja, freut euch auf irgendwelche kleinen Zusammenschnitte von Straßen mit viel zu vielen Menschen. Leute, herzlich willkommen. Ich denke mal, das wird das erste Mal sein. Oh, jetzt ist es laut, startet gerade was. Dass ich in diesem Video selbst was sage, ohne dass es aus dem Off kommt. Ja, ich bin in Tokio am Flughafen, diesmal aber am Haneda Airport. Das ist der Flughafen, der mehr in der Stadt drin ist. Als ich angekommen bin, bin ich ja in Narita gelandet, was ja mehr außerhalb von Tokio ist. Aber das liegt daran, dass ich meinen Rückflug umgebucht habe und an diesem Tag war halt nur noch ein Flug von hier verfügbar. Was aber auch bedeutet, dass ich schon sehr früh hier sein musste. Nämlich geht mein Flug um 6:30 in der Früh und die letzten Bahnen fahren hier in Tokio ja so gegen Mitternacht. Und da hat sich dann mal wieder ein kleines Abenteuer angebahnt, denn Google hat mich verarscht. Und hat mir gesagt, die letzte Bahn zum Airport fährt um 23:40 Uhr.
Also habe ich alles bereit gemacht, bin losgelaufen, war um 23.40 Uhr da. Tja, der letzte Zug ist eine halbe oder eine ganze Stunde davor gefahren. Weil ich erstmal nicht gewusst, was ich tun soll. Aber es gab dann noch einen anderen Weg, den ich dann genommen habe. Und zwar bin ich einfach mit dem Bus hergefahren. War ein kleines Stück teurer, aber mein Gott, musste jetzt halt sein, ich musste halt her. Und ja, jetzt sitze ich am Flughafen rum, bin gar nicht so müde. Mein Flug geht in ungefähr anderthalb Stunden. Das heißt, ich müsste dann langsam zum Gate mich einfach bereit machen, da hinhocken, schon mal durch die Sicherheitskontrolle und sowas. Aber vorher wollte ich noch hier auf das Observation Deck. Kann man nämlich sehr schön über den ganzen Flughafen schauen und dann konnte ich einfach nochmal ein bisschen mit euch reden. Ich werde jetzt ungefähr... Da hat sich ein Wecker von mir angeschaltet. Ich werde jetzt ungefähr 5-6 Stunden fliegen nach Hongkong und leider dann dort so 14 Stunden Aufenthalt haben und da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf, aber ich werde es schon irgendwie rumkriegen. Habe ja Laptop dabei, es gibt dann im ganzen Flughafen dort WLAN und mal schauen. Ich gucke mich da einfach um und schau mal, was ich da so finde. Ja, im Großen und Ganzen ist die Rückreise jetzt dann wahrscheinlich auch ein kleines bisschen stressiger. Ich habe halt ein Gepäckstück mehr, ich muss die Gitarre rumtragen die ganze Zeit mit mir noch. Und dieses Kissen, alles nehme ich mit, weil das ist sehr gemütlich. Ja, das war's. Es ist angenehm kühl hier draußen, es war den ganzen Tag so warm und ich bin mit dem fetten Rucksack und allem Zeug zur Station gelaufen heute und ich habe einfach so geschwitzt. Aber jetzt ist es angenehm kühl und ich denke mal, ich werde mich jetzt auf den Weg zum Gate machen. Vielleicht filme ich noch ein bisschen was, mal schauen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in Hongkong wieder. Dann habe ich, denke ich mal, vielleicht auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ich meine, ich habe ja 14 Stunden Zeit, mir was zu überlegen. Hm? Okay, bis dann. Macht es gut, Leute.
Leute. Ja. Ihr habt jetzt wahrscheinlich einen kleinen Zusammenschnitt gesehen, wie ich die ganze Zeit irgendwas am Flughafen gemacht habe. Und ich habe euch ja zwischendrin gesagt, dass ich so gut wie nichts zu tun habe. Und so ist es bis jetzt auch weitergelaufen. Es ist im Moment kurz vor 10:30. Um 10:30 geht mein Flug. Aber eine halbe Stunde vorher darf ich schon an Bord. Und ich werde jetzt mich dann schon mal auf den Weg zum Terminal machen. Zum Gate, meine ich. Ich habe jetzt nur hier ein bisschen eine ruhigere Stelle gesucht und hier ist halt wirklich gerade gar nichts los hier. Weil ich glaube, der nächste Flug von diesem Gate hier geht irgendwann auch ewig spät, morgen früh. Weil ich euch einfach noch ein bisschen was erzählen wollte, so wie das Ganze jetzt abgelaufen ist, weil ich ja da bisher noch keine Zeit zu hatte. Dafür würde ich aber sagen, suche ich mir erstmal einen Platz, wo ich die Kamera gut aufstellen kann, damit ich die nicht die ganze Zeit halten muss, okay? Tja, und so einfach geht's. Haben wir im Hintergrund schön den jetzt auch schon dunklen Hongkonger Flughafen. Ich bin hier angekommen, da war es, naja gut, da war es schon hell, aber ja, ich war jetzt fast den ganzen Tag hier. Ich bin um 10:30 mittags hier gelandet und wie gesagt, mein Flug geht um 11:30 nachts. Das heißt, ich saß jetzt sitze dann hier 13 Stunden, wenn das vorbei ist, saß ich hier. Und ja, im Endeffekt war es sehr, sehr anstrengend, weil ich bin einfach nur rumgelaufen, habe irgendwo einen Platz zum Sitzen gesucht, weil ich ja mit Economy Class fliege, deswegen habe ich halt keinen Zutritt zu irgendwelchen Lounges oder so, was halt da übelst gechillt wäre, da kannst du dich irgendwo hinstellen, hast die ganze Zeit essen und trinken. Ich hätte mir den Zugang da auch kaufen können. Aber das wären halt für 2 Stunden schon 50 Euro gewesen oder 50 Dollar. Und das ist halt Geld, was ich definitiv nicht habe. Und dann gebe ich, also ich meine, ich hätte es schon gehabt, aber das gebe ich lieber für was anderes aus. Dann nehme ich das jetzt auch mal in Kauf, dass ich jetzt hier einfach so lange rumsaß. Ich habe auch in dieser ganzen Zeit, ich habe im Flugzeug was gegessen gehabt und seitdem habe ich nur 2 so kleine Wraps, das hatte ich euch auch vorhin schon gezeigt, 2 so kleine Wraps und eine Cola zu mir genommen, weil das Zeug hier einfach verdammt teuer ist. Also ich habe, glaube ich, zusammen für so einen halben Liter Cola und diese 2 Wraps da, die sowieso noch das günstigste in dem ganzen Laden waren, habe ich knapp 10 Euro ausgegeben. Und das Allerdümmste ist ja auch noch, hier kannst du nur, hier am Flughafen kannst du nur mit Hongkong-Dollar bezahlen, das heißt, da ja auch an den ganzen Exchange Stations, wo du dein Geld wechseln kannst, die dir nur Scheine abnehmen, habe ich jetzt ungefähr 3 verschiedene Währungen im Geldbeutel. Nice. Aber zu dieser kleinen Geschichte. Am Yokohama, beziehungsweise am Tokio-Flughafen noch, die ich ja da ganz kurz angesprochen hatte, wie das Ganze abgelaufen ist. Ich hatte ja auf Google vorher extra alles nachgeguckt, damit ich diesen letzten Tag nochmal komplett planen konnte. Habe ich geguckt, wann der letzte Zug von der Yokohama Station zum Flughafen fährt, weil das die günstigste Möglichkeit gewesen wäre, die schnellste und auch die bequemste Möglichkeit, wie ich da hinkomme. Und hat mir gesagt, ja, um 23.40 Uhr fährt der letzte. Dachte ich, perfekt. Habe den ganzen Tag durchgeplant, bin nochmal, habt es gesehen, nochmal nach Asakusa, nochmal nach Akiba. Ich habe noch extra, bin rumgerannt und habe nach einem Gitarrenkoffer extra noch gesucht. Und den ich ja dann auch noch gefunden habe, also ist dann alles sehr glatt gelaufen und bin nach Hause gehastet und habe da dann noch mit den beiden Jungs den letzten Abend verbracht, habe noch ein bisschen am Video geschnitten, an dem Fuji-Video und habe mich dann aufgemacht zum Bahnhof mit dem ganzen Zeugs, war um 11:30 da und habe gemerkt, ja scheiße, der fährt keinen Zug mehr. Weil da sind ja immer die schönen Anzeigetafeln, ist ja alles ganz bequem angezeigt. Fährt kein Zug mehr. Der letzte, habe ich dann nochmal nachgeguckt, der letzte ist vor einer Stunde gefahren. Ja, was tun? Habe ich nochmal Google gefragt, der hat gesagt, okay, mit irgendeinem Highway-Bus komme ich noch hin. Ich meine, im Endeffekt hätte ich immer eine Lösung gehabt, wie ich da hinkomme. Am Ende hätte ich ein Taxi genommen, das wäre halt mega teuer gewesen, aber ich musste halt zum Flughafen, weil der erste Zug, der in der Früh wieder gefahren wäre, wäre schon lange gefahren, nachdem das Flugzeug weg gewesen wäre. Also bin ich zu diesem Highway-Bus-Terminal
und habe da erstmal ewig lang rumgesucht, bis ich das überhaupt gefunden habe. Wusste da dann nicht, wo ich hin muss, was ich tun muss, weil ich dann auch noch gelesen habe, scheiße, den hätte man ein paar Tage vorher schon buchen müssen. Hab mich dann aber da durchgefragt und dann hat mir eine Mitarbeiterin, hat mich dann schnell zu so einem, keine Ahnung, was der war, auch ein anderer Mitarbeiter hat halt mich hingeführt, der anscheinend ein bisschen mehr wusste oder ein bisschen mehr die Fäden in der Hand hat, und der hat mir dann gesagt, okay, ich soll jetzt einfach hier warten. Und dann kam ein Bus, der halt zum Haneda Airport gefahren ist, bei dem du auch einfach kurzfristig noch schnell zahlen konntest. Und das habe ich gemacht. Und es war dann auch gar nicht so teuer, wie es eigentlich gewesen wäre, wenn ich das reserviert hätte vorher, den Platz. Und das war dann ganz okay. Und dann bin ich da zum Flughafen gefahren und habe da dann die paar Stunden verbracht auf dem Flughafen bis zu meinem Abflug. Habe da vielleicht, wenn es hochkommt, eine halbe Stunde vor mich hingedöst, nicht wirklich geschlafen. Auf dem Flug hier nach Hongkong habe ich auch so halbherzig geschlafen, weil ich meine, es war halt hell draußen. Ich habe zwar die Dinge runtergemacht, die Sichtschutz beim Fenster, die Rollläden, aber geschlafen habe ich auch nicht wirklich. Das heißt, ich bin jetzt seit, ja, über 24, was weiß ich, seit wie lang, also über 24 Stunden bin ich schon wach. Und ich hoffe jetzt einfach wirklich, weil ich hier am Flughafen habe ich auch kein bisschen geschlafen. Ich hoffe jetzt einfach wirklich, dass ich auf diesem 12-Stunden-Flug nach Frankfurt ordentlich schlafen kann, damit ich einigermaßen ausgeschlafen, sage ich mal, in Frankfurt ankomme und damit ich dann auf diese 6 Stunden Zugfahrt nach Hause nicht mehr schlafen muss. Weil, okay gut, ich fahre 4 Stunden mit dem ICE, da könnte man nochmal schlafen. Aber die anderen Strecken sind eher so, ne. Will ja auch nicht meinen Ausstieg verpassen. Und das hoffe ich. Und das war es jetzt bisher mit diesem weiteren Abenteuer meiner Rückreise. Ich werde mich jetzt aufmachen, auf jeden Fall mal das Terminal bzw. das Gate suchen, wo ich hin muss, weil das steht noch die ganze Zeit, steht es noch nicht da, an welchem Gate ich eigentlich abfliege. Und das werde ich jetzt mal herausfinden. Werde euch da vielleicht ein bisschen mitnehmen, ein bisschen was rumzeigen und dann sehen wir uns vielleicht spätestens, also ich würde sagen spätestens an Bord vom Flugzeug wieder für ganz kurze oder für ganz kurze Aufnahmen, vielleicht sage ich ja gar nichts, aber allerspätestens sehen wir uns in Frankfurt wieder, ne? Also bis dahin, hoffentlich gute Nacht.
Ich hoffe jetzt mal, dass die Hintergrundgeräusche nicht allzu groß sind, weil ihr schon mitbekommen habt, ich rede mal ein bisschen lauter, mach das Mikrofon mal hier so schön. Sitze ich in Frankfurt am Fernbahnhof. Ich bin gelandet nach 13 Stunden Aufenthalt in Hongkong und 12 Stunden Flug nach Frankfurt bin ich angekommen. Bin jetzt auch schon seit, lass mich lügen, 2 Stunden hier. Also wir sind so um 7 rum, sind wir, ich meine 3. Ja, um 7 rum sind wir gelandet und jetzt ist es kurz nach 10. In 20 Minuten oder so wird mein Zug fahren nach München und diesen werde ich nehmen. Das heißt, das wird definitiv das letzte Mal sein, dass ich so mit euch rede auf dieser ganzen Reise. Außer das letzte Mal, wenn ich dann mein Fazit ziehen werde und über diese gesamte Reise nochmal kurz rede. Ich habe das Ganze so geplant, dass es wahrscheinlich, dass ich am Ende von diesem Video hier mal eine Zusammenfassung machen werde, die ich aber hoffentlich in weniger als 10 Minuten packen kann. Ich denke mal, das schaffe ich nicht. Aber das versuche ich. Und wie gesagt, dann wird das jetzt hier das letzte Mal sein, dass ich so mit euch rede. Der Rest wird jetzt wieder einfach nur zusammengeschnitten sein. Und ich habe bisher hier am Bahnhof oder am Flughafen auch nicht sehr viel gefilmt. Einfach weil, ihr habt es gerade gesehen, ich hatte viel zu viel Gepäck. Ich habe ja noch ein Gepäckstück mehr dabei gehabt, die Gitarre. Und deswegen habe ich da nicht so viel gefilmt. Und mittlerweile möchte ich einfach auch nur noch nach Hause. Hallo. So, da wurde ich gerade unterbrochen. Jemand Hilfe gebraucht. Ja, ich habe nicht so viel gefilmt, weil ich halt so viel Gepäck hatte und weil ich jetzt nur noch nach Hause will. Also ich möchte jetzt das hinter mich bringen und deswegen möchte ich mich jetzt schon mal von euch allen verabschieden. Mich dafür bedanken, dass ihr alle zugeschaut habt die ganze Zeit. Und ja, jetzt wird es eh wieder laut, das heißt, ich werde das Ganze hier wahrscheinlich beenden. Ich hoffe, ich erinnere mich daran, das hier zu schneiden. Ja, wie gesagt, das war's mit dieser wunderbaren Reise. Ich fahre nach Hause, werde die nächsten Tage persönliche Dinge erledigen und mich auf persönliche Dinge konzentrieren. Das heißt, das Video wird vielleicht mit ein bisschen Verspätung kommen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und würde ich sagen, sehen wir uns in ein paar Stunden. Ich würde mal sagen, ja gut, ich werde das Fazit wahrscheinlich sehr spät aufnehmen. Ich bin in 6-7 Stunden so zu Hause, aber das Fazit werde ich wahrscheinlich erst in ein paar Tagen aufnehmen. Wir sehen uns dann. Schönen Dank, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns. Ist echt verdammt schwer so zu filmen und der Wind kommt von genau der falschen Richtung. Aber da wollte ich mich doch noch mal ganz kurz vorher melden, bevor ich das mit dem angesagten Fazit beende. Ich hab's geschafft. Ich bin wieder zurück im schönen Bayern in meinem kleinen Windskaff und laufe jetzt die letzten paar Meter nach Hause. Ja, um's mit zwei Wörtern zu sagen, schön war's. Ihr werdet ja mehr noch im Fazit hören, aber jetzt seht ihr auch mal so ein bisschen im Hintergrund. Ich meine, das ist jetzt wieder komplett entgegengesetzter Kulturschock. Aus der größten Metropole der Welt wieder zurück ins urige Bayern. Naja, ist ja auch nicht schlecht. Und ich muss sagen, ein bisschen vermisst habe ich es schon. Deswegen fand ich ja auch den Fuji-Trip dann noch so toll, weil ich da halt auch ein bisschen von japanischer Natur gesehen habe, ne? So, wie ihr seht, ich habe viel zu viel Gepäck dabei, deswegen werde ich jetzt aufhören zu filmen und gebe dann weiter an meine Stimme aus dem Off oder meine Stimme im Fazit. Ne? Bis dann!
Belichtungswinkel komisch ist, aber ich musste es so machen, weil sonst hättet entweder ihr die Sonne im Bild gehabt oder ich hätte direkt reingeschaut und hätte die ganze Zeit blinzen müssen. Aber ich denke mal, das ist jetzt mal so okay. Ja, somit endet dieses halbe Jahr. Bin wieder zu Hause und bevor ich jetzt gleich mit irgendwelchen anderen Themen anfange, erstmal eine riesige Entschuldigung. Ich weiß, dieses Video kommt viel zu spät. Es kommt, um es genau zu sagen, 4 Wochen zu spät. Ich hatte einfach hier ein paar Sachen zu regeln und musste mich erstmal wieder ein bisschen einleben. Sind hier auch ein paar, ja, ist nicht ganz so wichtig, aber es ist auf jeden Fall, musste ich mich hier erstmal wieder einleben, ein paar Sachen regeln und ja, ich war zwischendrin auch faul und hab's einfach mal vergessen, das Video zu schneiden. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch dieses letzte Video, diesen Abschluss des Videotagebuchs auf jeden Fall noch geben. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Außerdem bin ich euch noch ein Fazit schuldig von etwas, was mir jetzt, wenn ich jetzt so dran denke, was eigentlich schon in meinem Kopf schon wieder so weit zurückliegt. Aber das ist die Fuji-Reise und mit dem werde ich jetzt auch gleich anfangen. Ich habe ja am Ende von dem Video über den Fuji oder über die Fuji-Reise gesagt, dass das eins der schönsten Momente war, einer der schönsten Momente, die ich erlebt habe in Japan. Und das möchte ich halt einfach ein bisschen erklären. Ihr habt selber mitbekommen, dass vom anfänglichen Plan von dieser Reise eigentlich nicht sehr viel in die Tat umgesetzt werden konnte, dass ich sehr viel Pech hatte bei vielen Dingen, dass viele Dinge einfach nicht vorwärts gegangen sind und dass diese ganze Reise in dem Punkt schief gelaufen ist, dass halt der anfängliche Plan einfach komplett nicht zu verwirklichen war. Im Endeffekt hat mir dann dieser Fuji-Trip gezeigt, warum ich eigentlich da war. Deswegen habe ich dieses Video auch so genannt. In dem Fuji-Trip habe ich zum ersten Mal in Japan was von der japanischen Natur wirklich gesehen. War da wirklich, wir sind da wirklich mitten durchs Gebirge gefahren und haben kleinere Dörfer gesehen entlang der Eisenbahnlinie und das war wirklich sehr, sehr schön. Japanische Natur ist wunderschön. Wir haben mal wirklich die andere Seite von Japan kennengelernt, nicht nur das Großstadtleben, sondern halt auch wirklich das Landleben, wie das da so abläuft. Und der Trip hat mir im Endeffekt nochmal gezeigt, warum ich eigentlich in das Land gekommen bin, was ich da machen wollte und was ich jetzt mir für die Zukunft vornehme, in diesem Land zu machen. Also so Trips wie zum Fuji, einfach sich die Natur anschauen, das Land an sich anschauen, mehr Leute kennenlernen. Das ist was, was ich mir auf jeden Fall für die Zukunft vornehme. Und vor allem dieser Fuji-Trip war halt ein ausschlaggebender Punkt dafür. Es war eine wunderschöne, natürliche Umgebung. Wir haben wieder total nette Menschen kennengelernt. Wir sind dort wieder mit offenen Armen empfangen worden. Und es wurde überall diese unglaubliche Freundlichkeit, die dir überall in Japan wieder, die du überall in Japan wieder erfährst, wurde uns einfach wieder zuteil. Und das war eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung auf jeden Fall. Und somit war dieser Fuji-Trip ein sehr gelungener Abschluss für dieses halbe Jahr, das trotz dieser ganzen Hürden, trotz dieser ganzen Probleme, dennoch eine sehr, sehr schöne Zeit und sehr lehrreiche Zeit war. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dieser Fuji-Trip war halt einfach wirklich nochmal ein gelungener Abschluss dafür und auch nochmal eine Abwechslung von dem, was ich sonst so erlebt habe. Ihr habt es selber gemerkt, in den Videos hat man irgendwann immer weniger von der Umgebung gesehen, einfach weil ich halt nicht die ganze Zeit dasselbe zeigen wollte. So, und da war dieser Fuji-Trip wirklich eine nette Abwechslung. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Mein Fazit über dieses halbe Jahr. Es ist schwer, sowas. Ich könnte da ewig lang drüber reden, aber ich möchte mich halt eigentlich relativ kurz fassen. Ich kann sowas auf jeden Fall empfehlen, auch entsprechend der Tatsache, dass ich ja eigentlich sehr viel Pech hatte. Ich meine, ich habe keinen in Japan kennengelernt, auch von den Leuten in dem Sharehouse, von den deutschen Leuten, die ich da kennengelernt habe, die so viel Probleme bei der Jobsuche hatten. Marcel und Sofiane haben beide die ganze Zeit arbeiten können und ich habe mich halt einfach totgesucht. Aber im Grunde war diese ganze Reise auf einer ganz anderen Ebene eine Lehre für mich. Also ich habe
so viel gelernt. Ich habe gelernt, wie das ist halt auf dem Arbeitsmarkt wirklich verdammt schwer sein kann. Ich meine, ich bin gerade aus der Schule letztes Jahr gekommen und habe zwar dafür schon sehr viel gearbeitet gehabt, auch in verschiedenen Bereichen, aber so wirklich auf dem Arbeitsmarkt umschauen musste ich mich halt nie. Und ich habe dieses Land kennengelernt, vielleicht nicht so sehr, wie ich es hätte können, aber ich habe es zu einem sehr großen Teil kennenlernen können und weiß mich jetzt in diesem Land zurechtzufinden. Und ich habe gelernt, mit verschiedenen schwierigen Situationen umzugehen. Ich habe gelernt, damit klarzukommen, Lösungen dafür zu finden. Und ich meine, ich habe ein halbes Jahr einfach mal für mich alleine gelebt und musste das erstmal auf die Reihe bekommen. Klar hatte ich immer Unterstützung von Familie und Freunden, vor allem von meiner Familie. Aber im Grunde habe ich ein halbes Jahr für mich alleine gelebt. Und das ist halt schon was sehr Gutes, was mir halt, denke ich mal, in der Zukunft auch auf jeden Fall helfen wird für Studium oder weitere Jobsuche und sowas. Und aus dem Grund war diese Reise wirklich dann im Endeffekt auf ganzer Linie doch noch ein Erfolg. Und es steht gar nicht in Frage, wie schön es war. Es war total schön. Die Stadt an sich, Tokio, ist eine wunderschöne Stadt, ist eine sehr interessante Stadt, ist eine lebhafte Stadt. Auf der anderen Seite wieder das Ländliche, was wir ja gerade vorhin schon hatten. Und im Großen und Ganzen durfte ich einfach eins der tollsten Länder dieser Erde kennenlernen für ein halbes Jahr und weiß auf jeden Fall, dass ich zurückkehren werde. Wer weiß wie lang, wer weiß warum, mit wem. Aber ja, es gibt noch viele andere Dinge, warum sich diese Reise für mich gelohnt hat, warum ich daraus sehr gute Lehren ziehen konnte. Aber die gehören eigentlich nicht in dieses Video. Das sind zum Großteil auch sehr private Dinge, aber lasst euch auf jeden Fall gesagt sein, dass auch wenn ich ja immer gesagt habe, dass es eigentlich total schief gelaufen ist, diese Reise auf ganzer Linie ein Erfolg war, dass es mir sehr Spaß gemacht hat und dass ich sowas auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Falls jemand da Interesse hat, ich kann euch gerne den Link von dieser Organisation, über die ich nach Japan gekommen bin, das ist Work and Traveler, kann ich euch unten in die Beschreibung packen. Die machen nicht nur Japan, die bieten auch Australien das normale Work and Travel an oder andere Länder. Also wer da Interesse hat, kann gerne mal vorbeischauen. Und die waren auch immer da, haben immer Support geboten und hättest du immer Hilfe suchen können. Also so war es auf jeden Fall nicht. Und kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, jetzt sitze ich seit 4 Wochen wieder hier zu Hause rum. Hab jetzt für das nächste Jahr suche ich jetzt Arbeit. Ich habe jetzt erstmal für ein paar Monate einen Ferienjob, habe dann da aber auch schon angeboten, dass ich bis nächstes Jahr weiterarbeiten kann und werde dann nächstes Jahr im Herbstsemester mit meinem Studium beginnen. Was aus diesem Kanal wird, kann ich im Moment noch nicht fest sagen. Ich weiß, dass ich im Moment ab nach diesem Video wahrscheinlich lange nichts mehr hochladen werde, einfach weil dieser Kanal aus dem einzigen Grund da war, dass ich diese Japan-Reise dokumentieren wollte. Klar möchte ich weiter Reisen dokumentieren, aber bevor ich mal wieder wirklich eine Reise mache, wo sich das für lohnt, kann schon ein bisschen Zeit vergehen. Wer weiß, vielleicht werde ich in den Sommerferien, die ich ja eigentlich nicht habe, aber ich denke mal, viele wissen, welcher Zeitraum das ist, werde ich vielleicht irgendwie einen kurzen Urlaub machen und da wieder was filmen, falls sich das lohnt. Aber im Großen und Ganzen möchte ich diesen Kanal auf jeden Fall aufrechterhalten. Und nur weil jetzt eine lange Zeit nichts kommt, habt keine Angst, dass nie wieder was kommt. Ich habe auf jeden Fall vor, wieder Reisedokumentationen auf diesem Kanal zu machen. Das nächste Mal vielleicht auch sehr viel aufwendiger oder auf eine andere Art und Weise. Ich möchte trotzdem ein bisschen YouTube weitermachen, aber auf eine andere Art. Ich habe noch einen weiteren Kanal, ich habe einen ewigst alten Kanal, wo ich mal Gaming-Videos gemacht habe, aber eigentlich möchte ich mich mehr auf diese Sachen wie Video-Editing oder Design-Zeug konzentrieren und Musik. Ihr habt es ja mitbekommen, ich spiele Gitarre ein bisschen und ich habe 2 eigene Songs geschrieben und möchte das unbedingt weitermachen und möchte das auch vielleicht auf YouTube weiterführen. Und sobald ich das tue, werde ich auf jeden Fall daran denken, auf den Kanal hier einen Vermerk dafür hochzuladen, damit ihr, falls euch das interessiert, da auf jeden Fall auch vorbeischauen könnt. Ich möchte ja nicht, dass ihr das verpasst, wenn es euch interessiert.
Ja, im Großen und Ganzen weiß ich gar nicht mehr, was es sonst noch so zu sagen gibt. Mich würde wirklich, wirklich interessieren. Ich habe ein paar Leute gehabt, die immer mal in die Kommentare geschrieben haben. Nicht nur Freunde oder Familie von mir. Ich habe auch ein paar Leute gefunden oder gesehen, die immer mal, die regelmäßig in die Kommentare geschrieben haben, wo ich nicht mal wusste, wer das war. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich mit den Videos auch andere Leute erreicht habe, als nur Leute, die wirklich davon wussten, dass ich diese Reise mache. Und trotzdem würde ich von jedem, der dieses Video hier sieht, und der da Lust dazu hat, gerne hören, was seine Ansicht dazu war, wie ihm die Videos gefallen haben, diese Videoreihe. Würde mich sehr freuen, mir das durchzulesen, und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das auch wirklich gerne in die Kommentare unten schreiben. Und wenn ich genug Fragen habe oder genug Tipps, mache ich vielleicht nochmal ein Video darüber, oder genug Feedback, mache ich vielleicht nochmal ein Video darüber, wo ich mir das zu Herzen nehme, die Fragen nochmal alle beantworte oder mir das Feedback durchlese. Und dann geht's einfach so weiter. Das ist das, was ich sofort hier gemerkt habe. Es war ganz am Anfang, war es, als wäre ich nie weg gewesen. So mit der Zeit hat man dann schon so ein bisschen Probleme gehabt, man muss sich wieder einleben, man merkt, man war ein halbes Jahr weg, und ein halbes Jahr ist keine kurze Zeit. Aber im Grunde geht's Leben einfach weiter, und das war auch das, was ich hier gemerkt habe. Es geht einfach weiter, und man sollte sich nicht lange aufhalten an irgendwelchen Dingen. Wenn eine neue Zeit, ich sag das jetzt mal ganz hochgestochen, wenn eine neue Ära oder eine neue Zeit einfach anfängt, sollte man nicht zu viel Zeit darauf verschwenden, die Alte sich zurückzuwünschen oder noch in der Alten zu leben. Es geht einfach alles weiter, und es wird alles immer seinen Lauf gehen, und es ist nur die Übergangsphase, die schwierige. Das habe ich halt gemerkt. Als ich nach Japan hingekommen bin, war das Ganze nicht so schwierig wie hier, weil ich halt einfach, ich denke mal, das war halt wirklich einfach die ganze Aufregung, die da dabei mitkam. Aber als ich wieder hierher zurückgekommen bin, war es schon das Ganze schon mal sehr viel schwieriger. Dieses halbe Jahr praktisch einfach wieder sich zurückzuholen oder zumindest aufzuholen ein bisschen. Ja, lasst euch das gesagt sein. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich möchte mich an der Stelle bei so vielen Leuten eigentlich bedanken, ganz voran bei meiner Familie und bei meinen Freunden, die mir immer zur Hilfe standen und immer mit Support dabei waren. Ich möchte Marcel und Sophie danken, die diesen Aufenthalt in Japan, dieses halbe Jahr, eigentlich nochmal um so vieles besser gemacht haben. Auf jeden Fall, ich habe zwei sehr gute Freunde dadurch gewonnen. Und Organisation, wobei ich nicht sehr viel Interaktion damit hatte, aber wusste, dass ich mich darauf immer verlassen kann und dass sie auch immer mit Rat einem zur Seite stehen. Und zu guter Letzt und absolut nicht zu vergessen, möchte ich euch danken dafür, dass ihr mich dieses halbe Jahr begleitet habt, dafür, dass ihr euch die Videos angeschaut habt, Feedback gegeben habt, nachgefragt habt. Und der ein oder andere sicherlich immer mal auf ein Video gewartet hat, wenn ich mal wieder einen Upload-Termin verpasst habe oder mal zwei Wochen nichts hochgeladen habe. Ja, es bleibt nur noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video, wann auch immer das sein wird. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.